Liebe Freunde der Astropolaritätslehre, ich grüße euch. Ich werde sehr oft nicht nur von Auszubildenden, die unsere Fernlehrgänge haben, sondern auch ansonsten gefragt, wie findet man denn dieses wichtige Merkmal genannt in der APL Fokus? Das bedeutet nämlich nichts anderes. Wie finde ich das, worum es zum Beispiel in einem Beratungskontext tatsächlich geht? Denn es ist ja eine Tatsache, dass zum Beispiel in psychologischen Therapiesitzungen oder auch natürlich in astrologischen Beratungssitzungen oftmals alles Mögliche gesagt werden kann. Aber das ist, wie ich zum Beispiel aus meinen Beratungen weiß, und da sind ja viele dabei, die sich sonst anderweitig auch schon haben beraten lassen, das ist aber oft nicht das, worum es geht. Das heißt, man sucht dann nach Lösungen an einer Stelle, wo man nichts finden kann, denn das, wonach man sucht in Bezug auf die vermeint, auf das vermeintliche Problem, das ist gar nicht das Problem. So, also wie findet man Fokus? Im Grunde genommen ist es im Prinzip ganz einfach. Man hört zu. Jetzt können gleich viele sagen, ja, das ist tatsächlich einfach, aber ja, man muss sich aber fühlen, um wirklich zuhören zu können. Am besten, ich sage das alles hier ganz vereinfacht und will nicht abschweifen in irgendwelche Theorien über Beratungsmethodik, Gesprächsführung und so. Am besten, man hört mit offenem Herzen zu, um das Leid, das Problem, was dieses Leid erzeugt, das Menschen, mit dem man spricht, jenseits des Verstandes aufnehmen zu können. Denn unser Verstand, also auch meiner, filtert natürlich sofort zum Beispiel ein durch eine Begutachtung, durch eine Bewertung dessen, was er hört. Dieses Hören mit offenem Herzen, die, wie wir es nennen in der APL, Stille im Zuhören, ist sehr, sehr wichtig. Und da offenbart sich in der Regel auch schon, ich habe gerade heute wieder eine Beratung, wo sich das bestätigt hat, dass das, was Menschen ganz am Anfang ihrer Erzählung, worum es denn so geht, sagen, dass es eigentlich genau schon das ist, worum es geht, ob sie es merken oder nicht. Und wenn man dann zuhört, übersetzt man simultan das, was man hört, nach dem jeweiligen Kenntnisstand, den man zum Beispiel über die Konstellationsbilder hat, übersetzt das sozusagen in Konstellationsbilder. Man ist wie so ein Simultandolmetscher. Und danach, wenn man also vielleicht noch mal ein paar Rückfragen gestellt hat, schaut mal ins Geburtsbild und schaut, ob die entsprechende Konstellation, von der man glaubt, dass es um diese geht, dort zu finden ist. Und wenn man seine Hausaufgaben gemacht hat und eine Weile sich auch in die Konstellationsbilder vertieft hat, dann wird man in der Regel zu 90% fündig. Ich habe ja viele, viele, viele Seminare gemacht, auch in so, sogenannten Anfängerkursen, wo es dann um das Finden des Fokus und der eigentlichen Hauptkonstellation geht. Und da habe auch ich mich immer wieder gewundert, wie sogenannte Anfänger doch, wenn sie in so einer Weise zuhören, schnell die richtige Konstellation finden. Und wenn sie richtig ist, dann bedeutet das nichts anderes, als dass sie im Geburtsbild auch vorhanden sein muss. In welcher Form jetzt auch immer, aber das ist ein anderes Thema. Also sie ist dann vorhanden. Und dann schaut man im Grunde genommen wiederum nach nichts anderem als nach einer entsprechenden Ursache für diese Auswirkungskonstellation, denn Fokuskonstellationen sind Auswirkungen. Und danach, und das ist das ganz Wichtige, nach den Lösungswegsmöglichkeiten, die das Geburtsbild immer in der Regel auch anbietet. So. Also was ich hiermit eigentlich in aller Schlichtheit, aber in aller Tiefe gemeint gesagt habe, ist, man findet den Fokus, wenn man mit offenem Herzen jenseits des Verstandes zuhört. Und dann braucht es nur, ich sage es jetzt mal ein wenig untertrieben, aber ist trotzdem nicht ganz falsch, ein paar grundlegende astrologische Kenntnisse, vor allem über die Konstellationsbilder, denn die symbolisieren immer den Fokus. Und dann gibt es eben halt die Ursachen und die Lösungswegskonstellation, die sich aber aus dem Fokus ergeben. Soweit. Die Astropolarity-Lehre ist eine einfache, aber sehr in die Tiefe gehende
astrologische Schulrichtung und die Einfachheit und das in die Tiefe gehen schließen sich nicht aus. Herkömmliche Astrologie ist an der Oberfläche sozusagen in einer waagerechten und die APL ist eine Astrologie, die in der senkrechten verläuft. Nicht überall, sondern an einem bestimmten Punkt und dort in die Tiefe. Alles Gute euch.